Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video in Kerstins Küchentraum. Heute möchte ich mit euch leckere Blaubeermuffins backen und zwar möchte ich das Ganze mit euch vegan backen. Das sind die Zutaten, die wir dafür benötigen. Das sind einmal 170 Gramm Mehl, darin habe ich schon ein halbes Päckchen Backpulver. Dann habe ich hier 120 Gramm Zucker, darin habe ich schon eine Prise Salz. Hier habe ich jetzt 150 ml Mineralwasser mit Sprudel und 50 ml Öl. Und hier habe ich 150 Gramm tiefgekühlte Heidelbeeren, Blaubeeren, wie auch immer. Die stelle ich mir jetzt auch gleich wieder in den Tiefkühler, denn die dürfen nicht zu sehr antauen, denn sonst verfärben die euch den ganzen Teig. Die tiefgekühlten geben so schon massig Farbe ab, aber wenn sie jetzt noch antauen, dann geben sie noch mehr Farbe an den Teig ab. So, dann rühren wir erstmal die trockenen Zutaten kurz zusammen. Das Mehl, Backpulver, Zucker und die Prise Salz. Und da rein kommt jetzt das Wasser-Öl-Gemisch. Dann durch das Mineralwasser wird der Teig auch nochmal richtig schön fluffig und geht auch richtig schön fluffig auf. Dann habe ich mir schon mal mein Muffinblech vorbereitet und ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr gebt den Teig esslöffelweise so rein, ein Esslöffel, dann sprenkelt ihr die Blaubeeren drüber, wieder ein Esslöffelteig, wieder Blaubeeren, wieder ein Esslöffelteig, wieder Blaubeeren. Oder ihr gebt die Blaubeeren hier rein, dann ist es allerdings so, dass euch der Teig ein bisschen verfärbt. Dadurch, dass ich, wie ich ja eben schon erwähnt habe, dass die tiefgekühlten Heidelbeeren sehr viel Farbe abgeben. Aber ich mag das gerade so, wenn der Teig so ein bisschen Farbe bekommt. Deswegen gebe ich meine Heidelbeeren jetzt da rein. So, einfach nur ganz kurz unterrühren und dann kann der Teig auch schon abgefüllt werden. Dann nehme ich mir jetzt einfach einen Esslöffel für und gebe den in meine Muffinförmchen. So, und die kommen jetzt bei 180 Grad, ca. 20 bis 25 Minuten in den Ofen. Ich mache da auch immer die Stäbchenprobe und dann zeige ich euch natürlich nachher, wie sie fertig ausschauen. So, meine Lieben, so schauen sie jetzt aus, wenn sie fertig sind. Ich habe schon mal einen befreit und ihr seht, die sind richtig schön fluffig und das mag ich eben so gerne. Und ihr seht, dass die auch richtig schön gefärbt sind durch die tiefgekühlten Heidelbeeren. Und so schauen sie von innen aus. Ich persönlich mag das so sehr gerne, wenn ihr das nicht mögt. Mit dieser dunkel-lilanen Farbe, dann müsst ihr das einfach so machen, wie ich euch das am Anfang gesagt habe. Ein Löffel Teig, ein paar Heidelbeeren drauf, ein Löffel Teig, Heidelbeeren drauf. Und dann ist der Teig auch wesentlich heller. Aber wie gesagt, ich mag das so. Und wir machen jetzt mal den Geschmackstest. Die Paulina probiert jetzt mal und sagt uns, ob es schmeckt. Ich muss was sagen, die können das nicht sehen. Super, ich probiere jetzt auch nochmal. Ich beiß nur einmal ab. Richtig lecker. Also die Heidelbeeren schmeckt man richtig schön raus. Und das ist für mich das Wichtigste, wenn ich Blaubeermuffins mache. Richtig schön fruchtig. Sie sind auch richtig schön süß. Wer das nicht mag, kann den Zucker auch verringern. Das ist überhaupt kein Problem. Aber uns schmeckt es so, gell? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht probiert es der ein oder andere mal aus. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!